Philipp Wankhäuser, merci vielmals, dich kurz zur Verfügung stellen. Mittwoch klar gewonnen, heute klar verloren, aber so klar war es heute Abend gleich nicht, oder? Ja, ich würde sagen, das Resultat war sicher klarer als der Spielverlauf. Wir waren heute weniger effizient als am Mittwoch und die müssen wir gerade Rebo ansetzen. Wir haben vorhin beim Kommentieren gesagt, Willer war nicht 7-3 schlecht. Was hat die Tigers heute besser gemacht, dass sie das Spiel gewonnen haben? Ja, sie haben ihre Chancen genutzt, die sie hatten. Sie haben kaltblütig auftreten. Ja, ich glaube, die ist der Unterschied heute. Im zweiten Drittel, wo er das Goal gefallen ist bei dieser Strafe, hat man so rund 10 Minuten sehr zurückhaltend Willer gesehen. Ist das bei dir gleich übergekommen oder hat er so gleich so festgestellt? Ja, habe ich eigentlich nicht ganz so wahrgenommen, nein, muss ich sagen. Nein, kann ich nicht so bestätigen. Okay. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, wenn meiner kommt, das Goal schießt und bekommt, kommt man eins, hat man sicher, oder die Tigers sind stärker gewesen, man kann es vielleicht anschauen. Jetzt geht es morgen Abend weiter, was nimmt er noch vor? Ja, unsere Chancen zu verwerten und eigentlich genau gleich zu spielen wie heute. Ja. Ich muss sagen, wir haben unsere Chancen gehabt und haben es einfach nicht genutzt. Und wenn wir die morgen machen, dann glaube ich, ganz gut. Best of Seven Serie ist jetzt 1-2, das ist natürlich schön im interkantonalen Derby, dass sie so dürfen zu haben. Ich nehme Tigers Brillen ab. Für die Zunahme ist sicher sehr interessant. Was würdest du tippen, wenn du heute tippen? Also ich tippe sicher nicht die eigene Serie, das musst du verstehen. Aber ja, ich finde es eigentlich auch positiv, dass wir das Duell haben, das spannend ist auf Augenhöhe. Das ist auch für uns viel spannender zu spielen, so als wenn es klar wäre. Augenhöhe ist sicher gut, es wird spannend. Merci vielmals und gute Rückreise. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, wir werden in wenigen Minuten noch ein weiteres Interview haben mit dem Mobilar Topscorer Joel Kreibel. Es wird sicher schon gleich hierher unterwegs sein, dass wir mit ihm kurz ein Interview machen können.